Ja, dann können wir starten zur Pressekonferenz vor dem Flutlichtheimspiel am Freitag gegen die Zweitvertretung von Mainz 05 mit Joe Ennox und Nazim Sangaré. Nazim, schauen wir kurz zurück aufs Spiel in Duisburg. Warst du ja maßgeblich auch im Teamerfolg beteiligt mit zwei Assists. Habt ihr immer bis zur letzten Sekunde an den Ausgleich geglaubt oder kam es für dich dann auch ein bisschen überraschend? Also ich kann nur von meiner Person sprechen. Ich habe von vornherein dran geglaubt, auch nach dem 2-1. Ich habe auch das Gefühl gehabt in der ganzen Mannschaft, dass wir bis zum Ende noch weiter gefightet haben. Und ich habe auch in jedem Spieler gesehen, dass er noch dran geglaubt hat. Und von außen kam auch so viel Emotion ins Spiel, dass jeder noch dran geglaubt hat. Und im Endeffekt haben wir es dann auch noch gepackt. Wenn man in der, ich glaube, 93. Minute war es, dann den Ausgleich schießt, ist sicherlich immer ein bisschen glücklich. Wenn man an das Hinspiel denkt hier in Osnabrück, wo Duisburg dann spät zum Ausgleich kam, ausgerechnet auch noch durch den Torwart. Für dich so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit auch? Oder aufgrund des Spielverlaufs auch einfach verdient der Punkt in Duisburg? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das Spiel ist auf jeden Fall verdient. Der Punkt ist auf jeden Fall verdient. Und glücklich würde ich nicht sagen. Ich denke einfach, dass wir uns, wenn überhaupt, dieses Glück erarbeitet haben. Und ja, dementsprechend geht der Punkt auf jeden Fall in Ordnung. Joe, jetzt haben wir am Freitag Mainz 2, völlig anderes Spiel, völlig andere Voraussetzungen als zuletzt beim Spitzenspiel beim Tabellenführer Duisburg, oder? Ja, von mir nicht. Ich erwarte eine ganz starke Mannschaft. Ich weiß, dass die Leute das nicht unbedingt hören wollen. Man sieht, das zweite gegen letztes spielt. Aber ich habe sehr viel Respekt vor Mainz 2. Die haben auch in den letzten beiden Spielen nicht erfolgreich gespielt, aber haben sehr, sehr, sehr ordentlich gespielt. Die zeigen immer wieder halt die individuelle Qualität, die sie haben. Auch die zeigen auch ab und zu halt diese Unerfahrenheit, was halt bei einer jungen Mannschaft halt auch normal ist. Die Leute wollen es nicht hören, aber es ist eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft und wir müssen halt wirklich sehr konzentriert spielen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Es ist vielleicht auch umso schwerer, gerade weil Mainz aktuell am Tabellenende steht und jeder den Heimsieg erwartet oder voraussetzt? Also letztendlich haben wir immer gesagt, dass wir halt unsere Heimspiele gewinnen wollen. Da werden wir halt nicht davon abrücken. Die Gefahr ist natürlich, dass die Erwartungshaltung von außen halt wirklich uns sehr viel Druck macht. Der erste Fehlpass wird halt sehr kritisch gesehen. Mainz ist eine sehr gute Mannschaft. Die haben halt schon Spieler in der Mannschaft, die dieses Jahr noch Bundesliga gespielt haben. Oder die Saison noch Bundesliga gespielt haben. Und deswegen werden wir sie nicht unterschätzen. Wir werden halt sehr hart arbeiten diese Woche, um halt bestmöglich vorbereitet zu sein auf das Spiel, auf das ganz schwere Spiel. Nazim, ans Hinspiel erinnerst du dich bestimmt auch noch ganz gut, hast den Ausgleich geschossen zum 2-2, wunderschönes Tor. Was erwartest du für ein Spiel am Freitagabend? Wenn ich ans Hinspiel denke, fällt mir direkt ein, dass es ein sehr kampfbetontes Spiel war, ein sehr ausgeglichenes Spiel und genau das gleiche erwarte ich auch am Freitag. Wie groß ist die Vorfreude innerhalb der Mannschaft? Das ist das erste Flutlichtspiel an der Bremer Brücke im Jahr 2017. Ja, solche Flutlichtspiele sind immer, denke ich, ein bisschen was anderes, auch ein bisschen was Besonderes. Aber die Vorfreude ist eigentlich genauso wie vor jedem Heimspiel, vor jedem generellen Meisterschaftsspiel. Joe, personelle Situation, wer steht zur Verfügung, beziehungsweise steht nicht zur Verfügung? Ich habe die lange Liste hier. erstmal die zwei Langzeitverletzten, Christian Groß und Hali Savran, werden natürlich nicht dabei sein. Robbie Christo ist auf einem sehr guten Weg. Wir rechnen damit, dass er nächste Woche, halt Anfang der Woche wieder einsteigt, aber halt für Freitag kommt er nicht in Frage. Mark Haider wird heute nochmal pausieren, aufgrund seiner Achillessehnenreizung. Quasi Ochi Vried wird nicht trainieren. Wir wollen halt mit keinem von unseren Spielern ein Risiko eingehen. Und deswegen schätzen wir halt, dass er auch am Freitag wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen wird. Micha Hohenstedt wird heute wieder mittrainieren. Alexander Dercho und Toni Süre werden heute auch mittrainieren, die gestern Nachmittag eine kurze Pause eingelegt haben. Sonst sind alle anderen fit.